Kapitel 17 Herolde des Morgens. Eine der feierlichsten und zugleich köstlichsten aller in der Bibel offenbarten Wahrheiten ist die von dem zweiten Kommen Christi zur Vollendung des großen Erlösungswerkes, dem Pilgervolk Gottes, das so lange in Finsternis und Schatten des Todes wandern muss, bietet die Verheißung der Erscheinung dessen, der die Auferstehung und das Leben ist und der die Verbannten wieder heimbringen wird, eine köstliche, beglückende Hoffnung. Die Lehre von der Wiederkunft Christi ist der eigentliche Grundton der Heiligen Schrift. Von dem Tage an, als das erste Menschenpaar traurigen Schrittes Eden verließ, haben die Glaubenskinder auf die Ankunft des Verheißenen geharrt, der die Macht des Zerstörers brechen und sie wiederum in das verlorene Paradies zurückbringen würde. Die heiligen Männer vor Alters hatten auf das Kommen des Messias in Herrlichkeit als die Erfüllung ihrer Hoffnung gewartet. Schon Henoch, der siebente nach Adam, der 3 Jahrhunderte lang auf Erden nach dem Willen Gottes wandelte, durfte von fern die Ankunft des Erlösers schauen. Siehe, sagte er, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle. Judas, Vers 14 und 15. Der Patriarch Hiob rief in der Nacht seiner Leiden mit unerschütterlichem Vertrauen aus: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben, und werde in meinem Fleische Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Das Kommen Christi, um die Herrschaft der Gerechtigkeit aufzurichten, hat die heiligen Schreiber zu höchst erhabenen und begeisternden Aussprüchen veranlasst. Die Dichter und Propheten der Bibel haben darüber Worte gefunden, die vom himmlischen Feuer glühten. Der Psalmist sang von der Macht und Majestät des Königs Israels. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Psalm 50, 2-4 und 96, Vers 11 und 13. Der Prophet Jesaja sagte: Wachet auf und rühmet, dir liegt unter der Erde, denn dein Tau ist ein Tau des grünen Feldes, aber das Land der Toten wirst du stürzen. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Gott, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Jesaja 26, 19, 25, Vers 8 bis 9. Habakuk, in einem heiligen Gesicht entrückt, schaute Christi erscheinen. Gott kam vom Teman und der Heilige vom Gebirge Paran. Seines Lobes war der Himmel voll und seine Ehre war die Erde voll. Sein Glanz war wie Licht. Er stand auf und ließ erbeben die Erde. Er schaute und ließ erzittern die Heiden. Zerschmettert wurden die uralten Berge und bücken mussten sich die uralten Hügel, als er wie vor Alters einherzog. Als du auf deinen Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten. Die Berge sahen dich und ihnen ward bange. Die Tiefe ließ sich hören. Ihren Aufgang vergaß die Sonne und der Mond stand still. Beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie, bei Leuchten deines blitzenden Speers. Du zogest aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Habakuk 3, Vers 3, 4, 6, 8, 10, 11 und 13. Kurz bevor sich der Heiland von seinen Jüngern trennte, tröstete er sie in ihrem Leid mit der Versicherung, dass er wiederkommen wolle.
Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Johannes 14, 1-3. Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Matthäus 25, Vers 31 und 32. Die Engel, die nach der Himmelfahrt Christi auf dem Ölberg weilten, wiederholten den Jüngern die Verheißung seiner Wiederkunft. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Der Apostel Paulus bezeugt unter Eingebung des Heiligen Geistes, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Prophet von Patmos sagt, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Offenbarung 1, Vers 7. Um sein Kommen reihen sich die Herrlichkeiten der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Apostelgeschichte 3, 21. Dann wird die so lang bestandene Herrschaft des Bösen gebrochen werden. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 11, Vers 15. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Gleich wie Gewächs aus der Erde wächst, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine liebliche Krone sein und ein herrlicher Kranz für die übrig gebliebenen seines Volkes. Jesaja 40, Vers 5, 61, 11 und 28, 5. Dann wird das friedevolle und lang ersehnte Reich des Messias unter dem ganzen Himmel aufgerichtet werden. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn. Denn die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebes Weib. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Jesaja 51, 3, 35, 2 und 62, Vers 4 und 5. Das Kommen des Herrn war zu jeder Zeit die Hoffnung seiner wahren Nachfolger. Die Abschiedsverheißung des Heilandes auf dem Ölberg, dass er wiederkommen werde, erhellte den Jüngern die Zukunft und erfüllte ihre Herzen mit einer Freude und Hoffnung, die weder Sorgen dämpfen noch Prüfungen schwächen konnten. Inmitten von Leiden und Verfolgungen war die Erscheinung des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus die selige Hoffnung. Titus 2, Vers 13. Als die Christen zu Thessalonich bei der Bestattung ihrer Lieben, die gehofft hatten, das Kommen des Herrn zu sehen, von Leid erfüllt waren, verwies Paulus, ihr Lehrer, sie auf die Auferstehung, die bei der Wiederkunft Christi stattfinden wird. Dann sollten die Toten in Christus auferstehen und zusammen mit den Lebenden dem Herrn entgegengerückt werden. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Auf dem felsigen Patmos hörte der geliebte Jünger Johannes die Verheißung. Siehe, ich komme bald. Und seine sehnsuchtsvolle Antwort ertönt in dem Gebet der Gemeinde auf ihrer ganzen Pilgerreise. Ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 27. Aus dem Kerker, vom Scheiterhaufen und dem Schafott, wo die Heiligen und Märtyrer für die Wahrheit Zeugnis ablegten,
vernimmt man durch alle Jahrhunderte hindurch die Äußerungen ihres Glaubens und ihrer Hoffnung von der persönlichen Auferstehung Christi und damit auch von ihrer eigenen zur Zeit seines Kommens überzeugt, verachteten diese Christen den Tod und fürchteten sich nicht. Sie waren bereit, in das Grab hinabzusteigen, damit sie frei auferstehen möchten. Sie sahen dem Erscheinen des Herrn in den Wolken, in der Herrlichkeit des Vaters entgegen, den Gerechten die Zeiten des Himmelreiches zu bringen. Die Waldenser hegten den gleichen Glauben. Wycliffe sah der Erscheinung des Heilandes als der Hoffnung der Kirche entgegen. Luther erklärte: Ich sage mir wahrlich, der Tag des Gerichtes könne keine volle 300 Jahre mehr ausbleiben. Gott will und kann diese gottlose Welt nicht länger dulden. Der große Tag naht, an welchem das Reich der Gräuel gestürzt werden wird. Diese alte Welt ist nicht fern von ihrem Ende, sagte Melanchthon. Calvin forderte die Christen auf, nicht unschlüssig zu sein und brennend nach der Ankunft des Tages des Herrn zu verlangen, als von allen Tagen der heilsamste. Und er erklärte, dass die ganze Familie der Getreuen diesen Tag vor Augen haben wird und sagt: Wir müssen nach Christus hungern, ihn suchen, erforschen, bis zum Anbrechen jenes großen Tages, an dem unser Herr die Herrlichkeit seines Reiches völlig offenbaren wird. Ist nicht unser Herr Jesus in unserem Fleische in dem Himmel gefahren, fragte Knox, der schottische Reformator, und wird er nicht wiederkommen? Wir wissen, dass er wiederkommen wird, und das in Kürze. Ridley und Latimer, die beide ihr Leben für die Wahrheit ließen, sahen im Glauben der Wiederkunft des Herrn entgegen. Ridley schrieb: Die Welt geht unzweifelhaft, dies glaube ich und deshalb sage ich es, dem Ende entgegen. Lasset uns mit Johannes, dem Knecht Christi, rufen: Komme bald, Herr Jesu. Baxter sagt: Der Gedanke an das Kommen des Herrn ist mir überaus köstlich und freudenvoll. Seine Erscheinung lieb zu haben und der seligen Hoffnung entgegenzusehen, ist das Werk des Glaubens und kennzeichnet seine Heiligen. Wenn der Tod der letzte Feind ist, der bei der Auferstehung zerstört werden soll, so können wir begreifen, wie ernstlich Gläubige nach der zweiten Ankunft Christi verlangen und dafür beten sollten, wenn dieser völlige und schließliche Sieg errungen werden wird. Dies ist der Tag, auf den alle Gläubigen als auf die Verwirklichung des ganzen Werkes ihrer Erlösung und die Erfüllung aller ihrer Wünsche und Bestrebungen harren, hoffen und warten sollten. Beschleunige, o Herr, diesen segenbringenden Tag. Das war die Hoffnung der apostolischen Kirche, der Gemeinde der Wüste und der Reformatoren. Die Weissagung sagt nicht nur das Wie und das Warum der Wiederkunft Christi voraus, sondern gibt auch Zeichen an, die uns erkennen lassen, wann sie nahe ist. Jesus sagte: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lukas 21, 25, Markus 13, Vers 24 bis 26. Johannes schildert in der Offenbarung das erste der Zeichen, die der Wiederkunft Christi vorausgehen, wie folgt: Die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Offenbarung 6, Vers 12. Diese Zeichen wurden vor dem Anfang des 19. Jahrhunderts wahrgenommen. In Erfüllung dieser Weissagung fand im Jahre 1755 das allerschrecklichste Erdbeben statt, das je berichtet worden ist. Obgleich allgemein bekannt als das Erdbeben von Lissabon, dehnte es sich doch über den größten Teil von Europa, Afrika und Amerika aus. Es wurde in Grönland, in Westindien und auf der Insel Madeira, in Schweden und Norwegen, Großbritannien und Irland verspürt.
Es erstreckte sich über einen Flächenraum von nicht weniger als 4 Millionen Quadratmeilen. In Afrika war die Erschütterung beinahe ebenso heftig wie in Europa. Ein großer Teil von Algerien wurde zerstört und nur in geringer Entfernung von Marokko wurde ein Dorf mit 8 bis 10.000 Einwohnern verschlungen. Eine ungeheure Woge, die Städte fortriss und große Zerstörung verursachte, fegte über die Küsten von Spanien und Afrika. In Spanien und Portugal zeigten sich die Erdstöße mit äußerster Heftigkeit. In Cadiz soll die hereinstürzende Woge 18 Meter hoch gewesen sein. Etliche der größten Berge in Portugal wurden heftig, gewissermaßen vom Grunde aus erschüttert. Die Gipfel einiger Berge öffneten sich und wurden auf erstaunliche Weise gespalten und zerrissen, wobei ungeheure Massen in die umliegenden Täler geschleudert wurden. Man erzählt, dass diesen Bergen Flammen entstiegen. In Lissabon wurde ein unterirdischer Donner vernommen und unmittelbar darauf stürzte durch einen heftigen Stoß der größere Teil der Stadt ein. Im Laufe von etwa 6 Minuten kamen 60.000 Menschen um. Das Meer zog sich erst zurück und gab die Sandbank frei. Dann flutete es herein und erhob sich mehr als 15 Meter über seine normale Höhe. Unter anderen außerordentlichen Ereignissen, die sich während der Katastrophe in Lissabon zutrugen, war das Versinken des neuen Kais, der mit einem ungeheuren Kostenaufwand ganz aus Marmor hergestellt worden war. Eine große Menschenmenge hatte sich hier sicherheitshalber als an einem Ort, wo sie außerhalb des Bereichs der fallenden Trümmern sein könnte, gesammelt. Doch plötzlich versank der Kai mit der ganzen Menschenmenge und nicht einer der Leichname kam je wieder an die Oberfläche. Dem Stoß des Erdbebens folgte unmittelbar der Einsturz sämtlicher Kirchen und Klöster, fast aller großen und öffentlichen Bauten und mehr als eines Viertels der Häuser. Ungefähr 2 Stunden nach dem Stoß brach in den verschiedenen Stadtvierteln Feuer aus und wütete beinahe 3 Tage lang mit solcher Gewalt, dass die Stadt völlig verwüstet wurde. Das Erdbeben trug sich an einen Feiertag zu, als die Kirchen und Klöster voll von Menschen waren, von denen nur sehr wenige entkamen. Der Schrecken des Volks überstieg alle Beschreibung. Niemand weinte, das Unglück war zu groß. Die Menschen liefen hin und her, wahnsinnig vor Schrecken und Entsetzen, schlugen sich in das Angesicht und an die Brust und riefen: Erbarmen, die Welt geht unter. Mütter vergaßen ihre Kinder und rannten mit Kruzifixen umher. Unglücklicherweise liefen viele in die Kirchen, um Schutz zu suchen. Aber vergebens wurde ununterbrochen die Messe gelesen und die Hostie enthüllt. Umsonst klammerten sich die armen Geschöpfe an die Altäre. Kruzifixe, Priester und Volk wurden alle miteinander in dem gemeinsamen Untergang verschlungen. Man hat geschätzt, dass 90.000 Menschenleben an jenem verhängnisvollen Tage umkamen. 25 Jahre später erschien das nächste in der Weissagung erwähnte Zeichen, die Verfinsterung der Sonne und des Mondes, und zwar war dies umso auffallender, da die Zeit seiner Erfüllung genau und bestimmt angegeben worden war. Der Heiland erwähnte in seiner Unterredung mit den Jüngern auf dem Ölberg nach der Schilderung der langen Trübsalszeit der Gemeinde, den 1260 Jahren der päpstlichen Verfolgung, hinsichtlich derer verheißen hatte, dass die Tage der Trübsal verkürzt werden sollten, gewisse Ereignisse, die seinem Kommen vorausgehen würden, und nannte die Zeit, wann das erste Zeichen gesehen werden sollte. Aber zu der Zeit nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Markus 13,24. Die 1260 Tage oder Jahre liefen mit dem Jahr 1798 ab. Ein Vierteljahrhundert zuvor hatten die Verfolgungen beinahe gänzlich aufgehört. Nach dieser Verfolgung sollte nach den Worten Christi die Sonne verdunkelt werden. Am 19. Mai 1780 ging diese Weissagung in Erfüllung. Als die geheimnisvollste und bis dahin unerklärbare,
wenn nicht gänzlich ohne Beispiel dastehende Naturerscheinung dieser Art steht der finstere Tag vom 19. Mai 1780, eine höchst sonderbare Verfinsterung des ganzen sichtbaren Himmels und der Atmosphäre Neuenglands. Ein in Massachusetts lebender Augenzeuge beschreibt das Ereignis folgendermaßen: Am Morgen ging die Sonne klar auf, bald aber bezog sich der Himmel. Die Wolken senkten sich immer mehr, und indem sie dunkler und unheildrohender wurden, zuckten die Blitze und der Donner grollte und etwas Regen fiel. Gegen 9 Uhr lichteten sich die Wolken und nahmen ein Messing- oder kupferfarbenes Aussehen an, so dass Erde, Felsen, Bäume, Gebäude, das Wasser und die Menschen ganz verändert in diesem seltsamen, unheimlichen Licht erschienen. In wenigen Minuten breitete sich eine schwere, schwarze Wolke über das ganze Himmelsgewölbe, mit Ausnahme eines schmalen Streifens am Horizont aus, und es war so dunkel, wie es gewöhnlich im Sommer um 9 Uhr abends ist. Furcht, Angst und heilige Scheu bemächtigten sich der Menschen. Frauen standen vor den Türen und schauten in die dunkle Landschaft, die Männer kehrten von ihrer Feldarbeit zurück, der Zimmermann verließ sein Werkzeug, der Schmied seine Werkstatt, der Kaufmann den Laden. Die Schulen wurden geschlossen und die zitternden Kinder rannten heim. Reisende nahmen Unterkunft in den nächsten Landhäusern. Was soll das werden? Fragten bebende Lippen und Herzen. Es schien, als ob ein großer Sturm über das Land hereinbrechen wollte, oder als ob das Ende aller Dinge gekommen sei. Lichter wurden angezündet und das Feuer im offenen Kamin schien so hell wie an einem Herbstabend ohne Mondlicht. Die Hühner erklommen ihre Ruhestangen und schliefen ein, das Vieh ging an die Weidepforten und brüllte, Frösche quakten, Vögel sangen ihr Abendlied und die Fledermäuse begannen ihren nächtlichen Flug. Aber die Menschen wussten, dass die Nacht nicht hereingebrochen war. Dr. Nathaniel Whittaker, Prediger der Tabernakelkirche in Salem, hielt Gottesdienst im Versammlungssaal und behauptete in seiner Predigt, dass die Dunkelheit übernatürlich sei. An vielen Orten wurden Versammlungen abgehalten und die Bibeltexte für die unvorbereiteten Predigten waren ausschließlich solche, die andeuteten, dass die Finsternis in Übereinstimmung mit der biblischen Weissagung war. Etwa nach 11 Uhr war die Dunkelheit am stärksten. An den meisten Orten war die Finsternis so dicht, dass man weder nach der Uhr sehen noch die häuslichen Arbeiten ohne Kerzenlicht verrichten konnte. Die Finsternis dehnte sich außergewöhnlich weit aus. Nach Osten erstreckte sie sich bis Falmouth, nach Westen erreichte sie den äußersten Teil von Connecticut und Albany. Nach Süden wurde sie an der ganzen Meeresküste entlang bemerkt und nach Norden reichte sie so weit, wie die amerikanischen Niederlassungen sich ausdehnten. Der tiefen Finsternis dieses Tages folgte 1 oder 2 Stunden vor Sonnenuntergang ein teilweise klarer Himmel. Die Sonne brach wieder hervor, obgleich noch immer verschleiert durch den schwarzen, schweren Nebel. Nach Sonnenuntergang stiegen die Wolken wieder höher und es wurde sehr schnell dunkel. Die Dunkelheit der Nacht war ebenso ungewöhnlich und erschreckend wie die des Tages, denn obgleich es fast Vollmond war, ließ sich doch kein Gegenstand ohne künstliches Licht unterscheiden, und dieses nahm sich von den Nachbarhäusern und anderen Orten aus, als ob es durch eine ägyptische Finsternis dringe, die für die Strahlen nahezu undurchdringlich war. Ein Augenzeuge dieses Ereignisses sagte: Ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, dass, wenn alle leuchtenden Himmelskörper in solch undurchdringliche Finsternis gehüllt oder gänzlich aus dem Dasein entschwunden wären, die Finsternis nicht vollständiger sein könnte. Obgleich um 9 Uhr abends der Mond voll aufging, vermochte er nicht im geringsten den todesähnlichen Schatten zu zerteilen. Nach Mitternacht verschwand die Finsternis, und als der Mond sichtbar wurde, sah er zuerst aus wie Blut. Der 19. Mai 1780 steht in der Geschichte verzeichnet als der finstere Tag. Seit Moses Zeit ist keine Finsternis von gleicher Dichtigkeit, Ausdehnung und Dauer je berichtet worden.
Die Beschreibung dieses Ereignisses, wie sie von Augenzeugen gegeben wurde, ist nur ein Widerhall der Worte des Herrn, wie sie der Prophet Joel 2500 Jahre vor ihrer Erfüllung kundtat. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Joel 3, Vers 4. Christus hatte seinem Volk geboten, auf die Zeichen seiner Wiederkunft zu achten und sich zu freuen, wenn es die Vorläufer seines kommenden Königs sehen würde. Seine Worte lauteten: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Er machte seine Nachfolger auf die knospenden Bäume des Frühlings aufmerksam und sagte: Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Lukas 21, Verse 28, 30 und 31. Doch als der Geist der Demut und Frömmigkeit in der Kirche dem Stolz und dem Formenwesen Platz gemacht hatte, war die Liebe zu Christus und der Glaube an seine Wiederkunft erkaltet. Das bekenntliche Volk Gottes, von Weltlichkeit und Vergnügungssucht gefangen genommen, wurde blind für die Lehren des Heilandes hinsichtlich der Zeichen vor seinem Kommen. Die Lehre von der Wiederkunft Christi war vernachlässigt, die sich darauf beziehenden Schriftstellen waren durch falsche Auslegung verdunkelt worden, bis sie vielfach übersehen und vergessen wurden. Ganz besonders war dies der Fall in den Kirchen Amerikas. Die Freiheit und Bequemlichkeit, deren sich alle Gesellschaftsklassen erfreuten, das ehrgeizige Verlangen nach Reichtum und Überfluss, das eine verzehrende Sucht nach Gelderwerb hervorrief, das begierige Streben nach Volkstümlichkeit und Macht, die allen erreichbar schienen, verleiteten die Menschen, ihre Interessen und Hoffnungen auf die Dinge dieses Lebens zu richten und jenen feierlichen Tag, an dem der gegenwärtige Lauf der Dinge ein Ende haben wird, weit in die Zukunft hinauszuschieben. Als der Heiland seine Nachfolger auf die Zeichen seiner Wiederkunft hinwies, weissagte er ihnen den Zustand des Abfalls, der unmittelbar vor seinem zweiten Kommen herrschen würde. Da sollte sich, gleich wie in den Tagen Noahs, rege Tätigkeit in weltlichen Unternehmungen und Sucht nach Vergnügen zeigen, kaufen, verkaufen, pflanzen, bauen, freien und sich freien lassen, wobei Gott und das zukünftige Leben vergessen würden. Denen, die zu dieser Zeit leben, gilt Christi Ermahnung: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Lukas 21, Vers 34 und 36. Der Zustand der Kirche zu dieser Zeit wird in den Worten des Heilandes in der Offenbarung geschildert: Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und an jene, die sich weigern, sich aus ihrer gleichgültigen Sicherheit herauszutreten, wird die feierliche Warnung gerichtet: Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über die kommen werde. Offenbarung 3, Vers 1 und 3. Die Menschen mussten auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden, sie mussten aufgeweckt werden, damit sie sich auf die ernsten, mit dem Ablauf der Gnadenzeit in Verbindung stehenden Ereignisse vorbereiten könnten. Der Prophet Gottes erklärt: Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Joel 2, Vers 11. Wer wird bestehen, wenn der erscheint, von dem es heißt: Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Habakkuk 1, Vers 13. Denen, die rufen: Du bist mein Gott, wir kennen dich, jedoch seinen Bund übertreten und einem anderen Gott nacheilen, die Gesetzlosigkeit in ihren Herzen beherbergen
und die Pfade der Ungerechtigkeit lieben, denen wird des Herrn Tag finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Hosea 8, Vers 2 und 1, Psalm 16, Vers 4, Amos 5, Vers 20. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen. Der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Zephania 1, Vers 12. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, und ihre Güter sollen zum Raub werden und ihre Häuser verwüstet. Jesaja 13, Vers 11, Zephania 1, 18 und 13. Der Prophet Jeremia ruft im Hinblick auf diese schreckliche Zeit: Wie ist mir so weh, mein Herz pocht mir im Leibe, und ich habe keine Ruhe, denn ich höre der Posaune Hall, dem Lärm der Feldschlacht. Jeremia 4, Vers 19. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis. Denn siehe, des Herrn Tag kommt, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Zephania 1, Vers 15 und 16, Jesaja 13, Vers 9. Im Hinblick auf jenen großen Tag fordert Gottes Wort in der feierlichsten und nachdrücklichsten Sprache sein Volk auf, die geistliche Trägheit abzuschütteln und sein Angesicht in Reue und Demut zu suchen. Blas die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk, heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten. Bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Lasst die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar. Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Joel 2, Vers 1, 15 bis 17, 12 und 13. Um ein Volk vorzubereiten, am Tage des Herrn bestehen zu können, musste ein großes Reformationswerk verrichtet werden. Gott sah, dass viele seines bekenntlichen Volkes nicht für die Ewigkeit lebten, und in seiner Barmherzigkeit wollte er ihnen eine Warnungsbotschaft senden, um sie aus ihrem Stumpfsinn aufzurütteln und sie anzuleiten, sich auf die Zukunft des Herrn vorzubereiten. Diese Warnung ist in Offenbarung 14 verzeichnet. Hier wird die dreifache Botschaft als von himmlischen Wesen verkündigt dargestellt, nach der unmittelbar das Kommen des Menschensohnes folgt, um die Ernte der Erde einzubringen. Die erste dieser Warnungen kündigt das nahende Gericht an. Der Prophet sah einen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Diese Botschaft wird ein Teil des ewigen Evangeliums genannt. Das Predigen des Evangeliums ist nicht Engeln, sondern Menschen anvertraut worden. Wohl sind heilige Engel beauftragt worden, dies Werk zu leiten. Sie lenkten die großen Bewegungen zum Heil der Menschen. Aber die tatsächliche Verkündigung des Evangeliums wird von Christi Knechten auf Erden verrichtet. Treue Männer, die den Eingebungen des Geistes Gottes und den Lehren seines Wortes gehorsam waren,
sollten der Welt diese Warnung verkündigen. Sie hatten auf das feste prophetische Wort geachtet, jenes Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. 2. Petrus 1, Vers 19. Sie hatten die Erkenntnis Gottes mehr als alle verborgenen Schätze gesucht und erachteten sie besser zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sprüche 3, Vers 14. Und der Herr offenbarte ihnen die großen Dinge seines Reiches. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Psalm 25, Vers 14. Es waren nicht die gelehrten Leiter der Kirche, welche ein Verständnis dieser Wahrheit hatten und sich mit ihrer Verkündigung befassten. Wären sie treue Wächter gewesen, welche die Schrift fleißig und unter Gebet erforscht hätten, so würden sie die Zeit der Nacht erkannt haben, und die Weissagungen hätten ihnen die Ereignisse erschlossen, die unmittelbar bevorstanden. Diese Haltung nahmen sie jedoch nicht ein, und die Botschaft wurde einfacheren Männern übertragen. Jesus sagte: Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Johannes 12, 35. Wer sich von dem von Gott verliehenen Licht abwendet oder es versäumt, danach zu trachten, wenn es in seiner Reichweite liegt, bleibt in Finsternis. Aber der Heiland erklärt: Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Wer auch immer einzig und allein danach trachtet, Gottes Willen zu tun und ernstlich auf das bereits empfangene Licht Acht hat, wird mehr Licht erhalten. Ihm wird ein Stern himmlischen Glanzes gesandt werden, um ihn in alle Wahrheit zu leiten. Zur Zeit des ersten Kommens Christi hätten die Priester und die Schriftgelehrten in der heiligen Stadt, denen das lebendige Wort Gottes anvertraut worden war, die Zeichen der Zeit erkennen und die Ankunft des Verheißenen verkündigen können. Die Weissagung Michas gab den Geburtsort an. Daniel stellte die Zeit seines Kommens fest. Micha 5, Vers 1, Daniel 9, 25. Gott hatte diese Weissagung den Ältesten der Juden anvertraut. Es gab für sie keine Entschuldigung, wenn sie es nicht wussten und dem Volke nicht verkündigten, dass die Ankunft des Messias unmittelbar bevorstand. Ihre Unwissenheit war die Folge sündhafter Nachlässigkeit. Die Juden bauten Denkmäler für die erschlagenen Propheten Gottes, während sie durch ihre Ehrerbietigkeit gegenüber den Großen der Erde, den Knechten Satans, Huldigung darbrachten. Völlig von ihrem ehrgeizigen Streben nach Ansehen und Macht unter den Menschen in Anspruch genommen, hatten sie die ihnen von dem König des Himmels angebotenen göttlichen Ehren aus den Augen verloren. Mit tiefem und ehrfurchtsvollem Interesse hätten die Ältesten Israels den Ort, die Zeit und die Umstände des größten Ereignisses in der Weltgeschichte, die Ankunft des Sohnes Gottes zur Erlösung der Menschen, erforschen sollen. Alle Juden hätten wachen und harren sollen, um unter den Ersten zu sein, den Erlöser der Welt zu begrüßen. Doch siehe, in Bethlehem ziehen zwei müde Reisende von den Hügeln Nazareths die ganze Länge der engen Straße entlang bis zum östlichen Ende der Stadt und suchen vergebens nach einer Ruhe- und Obdachstätte für die Nacht. Keine Tür steht ihnen offen. In einem elenden Schuppen, der für das Vieh hergerichtet war, finden sie schließlich Unterkunft, und hier wird der Heiland der Welt geboren. Die Engel hatten die Herrlichkeit gesehen, welche der Sohn Gottes mit dem Vater teilte, ehe die Welt war, und sie hatten mit lebhaftem Anteil seinem Erscheinen auf Erden entgegengesehen, als dem freudevollsten Ereignis für alle Völker. Es wurden Engel bestimmt, die frohe Botschaft denen zu bringen, die auf ihren Empfang vorbereitet waren und die sie mit Freuden den Bewohnern der Erde bekannt machen würden. Christus hatte sich erniedrigt, die menschliche Natur anzunehmen. Er sollte unendlich viel Leid tragen,
wenn er sein Leben als Opfer für die Sünde darbringen würde. Und doch wünschten die Engel, dass der Sohn des Allerhöchsten selbst in seiner Erniedrigung mit einer seinem Charakter entsprechenden Würde und Herrlichkeit vor den Menschen erscheinen möchte. Würden die Großen der Erde sich in der Hauptstadt Israels versammeln, um sein Kommen zu begrüßen, würden Legionen Engel ihn vor die harrende Menge führen. Ein Engel besuchte die Erde, um zu sehen, wer vorbereitet war, Jesus willkommen zu heißen. Aber er konnte keine Zeichen der Erwartung erkennen. Er hörte keine Stimme des Lobes und des Siegesjubels, dass die Zeit der Ankunft des Messias da sei. Der Engel schwebte eine Zeit lang über der auserwählten Stadt und dem Tempel, wo sich jahrhundertelang die göttliche Gegenwart offenbart hatte. Doch auch hier herrschte dieselbe Gleichgültigkeit. Die Priester in ihrem Gepränge und Stolz brachten unreine Opfer im Tempel dar. Die Pharisäer redeten mit lauter Stimme zum Volk oder verrichteten prahlerische Gebete an den Ecken der Straßen. In den Palästen der Könige, in den Versammlungen der Philosophen, in den Schulen der Rabbiner achtete gleichfalls keiner auf die wunderbare Tatsache, die den ganzen Himmel mit Lob und Freude erfüllte, dass der Erlöser der Menschen sich anschickte, auf Erden zu erscheinen. Nirgends zeigte sich ein Beweis, dass Christus erwartet wurde, dass Vorbereitungen für den Fürsten des Lebens getroffen waren. Erstaunt wollte der himmlische Bote mit der schmählichen Kunde wieder gen Himmel zurückkehren, als er einige Hirten entdeckte, die ihre Herden nachts bewachten und, zum sternbesäten Himmel aufblickend, über die Weissagung eines Messias, der zur Erde kommen sollte, nachdachten und sich nach der Ankunft des Welterlösers sehnten. Hier waren Menschen, die auf den Empfang der himmlischen Botschaft vorbereitet waren. Und plötzlich erschien der Engel des Herrn und verkündigte die frohe Botschaft. Die ganze Ebene wurde von himmlischer Herrlichkeit überflutet, eine unzählbare Schar von Engeln wurde sichtbar und, als ob die Freude zu groß wäre, um nur von einem himmlischen Boten gebracht zu werden, hob ein stimmgewaltiger Chor den Gesang an, den dereinst alle Erlösten singen werden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Lukas 2, Vers 14. Oh, welch eine Lehre birgt diese wunderbare Geschichte von Bethlehem. Wie straft sie unseren Unglauben, unseren Stolz und unser Eigendünkel. Wie warnt sie uns, auf der Hut zu sein, auf dass wir durch unsere Gleichgültigkeit nicht auch verfehlen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und dadurch den Tag unserer Heimsuchung zu erkennen. Nicht nur auf den Höhen Judäas, nicht allein unter den einfachen Hirten fanden die Engel Seelen, welche der Ankunft des Messias entgegensahen. Im Heidenlande waren ebenfalls etliche, die seiner harrten. Dies waren weise, reiche und edle Männer. Philosophen des Ostens, Naturforscher und Weise hatten Gott in seiner Schöpfung erkannt. Aus den hebräischen Schriften hatten sie von dem Stern erfahren, der aus Jakob aufgehen sollte, und mit begierigem Verlangen warteten sie seines Kommens, der nicht nur der Trost Israels, sondern auch ein Licht zu erleuchten die Heiden, das Heil bis ans Ende der Erde sein sollte. Lukas 2, 25 und 32, Apostelgeschichte 13, Vers 47. Sie suchten nach Licht, und das Licht von dem Throne Gottes erleuchtete den Pfad vor ihren Füßen. Während die Priester und Schriftgelehrten Jerusalems, die verordneten Hüter und Erklärer der Wahrheit, in Finsternis gehüllt waren, leitete der vom Himmel gesandte Stern diese heidnischen Fremdlinge zur Geburtsstätte des neugeborenen Königs. Denen, die auf ihn warten, wird Christus zum zweiten Mal nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern zum Heil. Hebräer 9, 28. Gleich der Kunde von der Geburt des Heilands wurde auch die Botschaft von seiner Wiederkunft nicht den religiösen Führern des Volkes anvertraut. Sie hatten es versäumt, ihre Verbindung mit Gott zu bewahren und hatten das Licht vom Himmel von sich gewiesen.
Darum gehörten sie nicht zu den Menschen, denen der Apostel Paulus sagt: Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. 1. Thessalonicher 5, Vers 4 und 5. Die Wächter auf den Mauern Zions hätten die Ersten sein sollen, die Botschaft von der Ankunft des Heilandes zu vernehmen. Die Ersten, ihre Stimmen zu erheben, um seine Nähe zu verkündigen. Die Ersten, das Volk zu warnen, sich auf sein Kommen vorzubereiten. Aber sie ließen sich's wohl sein, träumten von Frieden und Sicherheit, während das Volk in seinen Sünden schlief. Jesus sah seine Gemeinde dem unfruchtbaren Feigenbaum gleich, im Schmuck der Blätter prangend, doch ohne köstliche Frucht. Prahlerisch hielt man auf religiöse Formen, während der Geist wahrer Demut, der Reue und des Glaubens, die allein den Dienst angenehm vor Gott machen konnten, fehlten. Statt der Früchte des Geistes bekundeten sich Stolz, Formenwesen, Prahlerei, Selbstsucht, Unterdrückung. Eine von Gott abgewichene Gemeinde verschloss vor den Zeichen der Zeit ihre Augen. Gott verließ sie nicht, ließ es auch nicht an seiner Treue fehlen, aber sie fiel von ihm ab und trennte sich von seiner Liebe. Da sie sich weigerte, den Forderungen Gottes nachzukommen, gingen auch seine ihr gegebenen Verheißungen nicht in Erfüllung. Das ist die sichere Folge, wenn man versäumt, das Licht und die Vorrechte, die Gott schenkt, anzuerkennen, auszunutzen. Wenn die Gemeinde nicht den Weg verfolgt, den seine Vorsehung für ihr auftut, nicht jeden Lichtstrahl annimmt und jede ihr gezeigte Pflicht erfüllt, wird die Religion unausbleiblich in einem Formendienst ausarten und der Geist der lebendigen Gottseligkeit wird verschwinden. Diese Wahrheit hat die Geschichte der Kirche wiederholt veranschaulicht. Gott verlangt von seinem Volk Werke des Glaubens und des Gehorsams, den verliehenen Segnungen und Vorrechten entsprechend. Der Gehorsam verlangt ein Opfer und schließt Leiden ein. Deshalb weigern sich auch so viele bekenntliche Nachfolger Christi, das Licht vom Himmel anzunehmen und erkennen gleich den Juden veralters nicht die Zeit, darin sie heimgesucht werden. Lukas 19,44. Um ihres Stolzes und Unglaubens willen ging der Herr an ihnen vorüber und offenbarte seine Wahrheit denen, die wie die Hirten Bethlehems und die Weisen aus dem Morgenland alles Licht, das ihnen verliehen worden war, beachtet hatten.